Denn ich habe mit einem der größten Yu-Gi-Oh-Kartensammler in Japan, wahrscheinlich äh, aus der ganzen Welt, getauscht. Und ähm, ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was da drin ist. Uh, thank you, Hasaku. I'm really curious to see what you sent me. And uh, I will open the package right now. Ja, ich werde das jetzt öffnen. Bei ein paar Karten weiß ich schon, äh, was er mir da schickt. Bei anderen Karten weiß ich es eben nicht. Er hat nämlich äh, geschrieben, dass er mir da ein paar Extras äh, mit reingeworfen hat und. Ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was uns da gleich erwartet. So, ich habe jetzt den Kartenstapel aus der Folie und dem Umschlag befreit und wir fangen jetzt einfach mal an. Und hier haben wir wow, den dunklen Magier in Secret Rare. Sehr, sehr coole Karte. Da ist noch eine zweite Karte dahinter. Äh, ja, ich entschuldige mich schon mal, dass das Bild jetzt ein bisschen wackelt. Er hat hier nämlich mehrere. Oh, oh, jawohl. Da haben wir passend zum dunklen Magier noch den Secret Rare blauäugigen weißen Drachen. Sehr, sehr, sehr genial. Das sind zwei Karten, die ich auch schon sehr lange Zeit haben wollte. Und ähm, das sind aber eher kleinere Sachen auf meiner Liste gewesen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Und hier, ah, das ist äh, typisch für japanische Videos, da müsst ihr echt mal schauen. Die packen nämlich die großen Karten immer so verkehrt herum in der Hülle da rein und äh, ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt an der Stelle, so das ist äh, ja die packen eben äh, die Karten immer da umgedreht rein und äh, dann wird einfach die Spannung ein bisschen höher und ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, welche Karte das ist und jetzt schauen wir mal und es ist oh ein Ultra Rare Buster Blader, wow also mit der Karte habe ich nicht gerechnet, das ist eine von den Extrakarten, die er mir reingelegt hat sehr 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 cool. Dann geht's weiter und wieder eine umgedrehte Karte. Das wird dann wahrscheinlich auch eine Extrakarte sein. So, jetzt habe ich sie umgedreht und welche Karte haben wir hier? Ein dunkles Magiermädchen. Ja, das ist eine sehr besondere Auflage. Die kommt nämlich aus dem Yu-Gi-Oh Anniversary Pack und äh, einige von euch werden es vielleicht kennen als US exklusives Pack. Da waren dann acht Karten drin, die von Katsuki Takahashi designt worden sind. Hier unten ist auch äh, seine Unterschrift drauf. Und dieses dunkle Magiermädchen gab es eben nur in der japanischen Version dieses Packs. Sehr, sehr, sehr cool. Die nächste Karte ist. Wow! Ein Worstplünderer in Ultra Rare. Hier aus dem Gameboy-Spiel 4. Ja. Das ist auch das gleiche Set, in dem übrigens die Götterkarten äh, zum ersten Mal in Japan erschienen sind. Sehr, sehr, sehr coole Karte, sehr alt auf jeden Fall. So, und hier haben wir ein rotäugiger schwarzer Drache aus DL2. Was war das für ein Pack? Ich glaube, das könnte ähm, Dualist Legacy gewesen sein. Ist es das? Duelist Legacy? Auch auf jeden Fall eine sehr, sehr alte Karte. Sehr cooles Design. Und das Besondere an diesem Design ist, äh, das ist ja bei uns in Deutschland erstmalig in der Bansai rausgekommen. Ist ewige Jahre her. Und ich habe Hasaku auch äh, eben dieses Artwork geschickt, also diesen rotäugigen schwarzen Drachen aus der Bansai. passend dazu den blauäugigen weißen Drachen. Sehr, sehr cool, dass er mir den dazu gepackt hat. Hier haben wir den blauäugigen weißen Drachen aus. Dual Terminal, wow, mega. Ja, das war nämlich äh, das, so ähnlich zumindest, war das äh, Artwork aus der Bansai. Hier haben wir jetzt hier äh, die Steintafel im Hintergrund. In der Bansai-Variante hatten wir dann äh, die Erde im Hintergrund und der Weiße Drache hat dann noch so einen Lichtblitz aus dem Maul geschossen. Sehr, sehr cool. Und die nächste Karte ist... wow. <laughs> Dunkler Paladin aus Limited Edition 5. Wow, mega. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Artwork. Das war das gleiche Artwork, das in Dualist Pack Yugi veröffentlicht worden ist. Da habe ich auch eine First Edition von. Ich muss wirklich bei Gelegenheit mal meine komplette Sammlung zeigen. Oh, mega cool, mega cool. Und entschuldigt wirklich nochmal, dass die Kamera so wackelt. Ich habe äh, tatsächlich leider kein Stativ. Und ähm, ich werde mir demnächst mal eins besorgen müssen, auf jeden Fall. Und hier haben wir wieder noch eine Überraschungskarte. Okay, ich bin sehr gespannt. Okay, ich habe jetzt gesehen, dass diese Karte äh, Double Sleeves hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Und es ist ein Serie. <laughs> ja, cool. 15ax Serie. Sehr, sehr coole Secret Rare Karte. Die wollte ich auch sehr, sehr lange haben richtig cool. Wir haben hier Wow! Oh, keltischer Wächter in Secret Rare mit alternativem Artwork. Sehr cool. Denn keltischer Wächter ist tatsächlich eins meiner Lieblingsmonster. Um, Celtic Guardian was one of my favorite monsters back as a child and uh, yeah, that's why I got the Starter Box pre-order card and uh, yeah, this alternate artwork was uh, also on my list and Thank you very much. Awesome. Wow, sehr sehr cool. Wir haben hier Geierzorniger Ritter im alternativen Artwork in Secret Rare. Unglaublich. Mega cool, mega cool. Ja, die Artworks, die sind äh, damals alle in Limited Edition 2 oder 3 erschienen. Ich weiß es nicht mehr genau, wo das war. Und die wurden jetzt hier zum 15-jährigen Jubiläum alle nochmal aufgelegt. Und stimmt, das habe ich noch gar nicht bemerkt hier. Diese Hüllen da, die haben hier unten alle dieses 20th Anniversary-Symbol. Das 20-jährige Jubiläum vom Yu-Gi-Oh! OCG steht nächstes Jahr in Japan an. Und das wird jetzt halt momentan von Konami ziemlich krass gefeiert. Die bringen da jetzt ständig irgendwelche Sonderauflagen auf den Markt. Äh, leider nicht im TCG-Bereich, also wirklich nur OCG. Und ähm, ja, die Hüllen, die gehören da dazu. Das äh, ist auch dieses 20th Anniversary Special-Dings und so. Und äh, sehr, sehr cool, davon ein paar zu haben. Hier, jawoll! Den herbeigerufenen Totenkopf: Secret Rare mit Alternativ-Artwork. Sehr, sehr, sehr genial. Damit äh, müsste das Set eigentlich fast komplett sein. Ich weiß gar nicht, gab es da noch eine Launcher-Spy davon? Zumindest ist die ja bei uns in diesem Millennium-Pack rausgekommen. Ähm, ich glaube, das war auch eine äh, Limited-Edition-Karte. Ja, das müssten dann jetzt die äh, verbliebenen Karten aus unserem Tausch sein. Und hier haben wir. Ja! Ein Magier des schwarzen Chaos. Und das ist eine ganz besondere Auflage. Ihr seht nämlich, dass es hier kein Replika gibt, wie das bei den japanischen Auflagen äh, normalerweise üblich ist. Keine Setnummer, kein Hologramm, eine Series One card eine Ultra-Rare. Und zwar ist das eine der aller, allerersten Preiskarten, die beim Dual Monsters 2 Turnier 1999 in Tokio vergeben wurde. Und. Äh, jeder Teilnehmer dieses Turniers hat einen Magier des schwarzen Chaos bekommen. Sehr, sehr, sehr cool. Das ist auch eine Karte, die ich wirklich sehr, sehr lange haben wollte. Und der scheint sogar einen ziemlich guten Zustand zu haben. Also diese Karte äh, ist jetzt 19 Jahre alt, müsst ihr wirklich bedenken. Und äh, wirklich phänomenal. Und die andere Karte ist Gate Guardian, der Torwächter. Das ist die zweite Teilnehmerkarte vom Dual Monsters 2 Turnier. Sehr, sehr genial. Das heißt, ich habe jetzt beide. Also, diese beiden Karten wurden dann damals an äh, alle Teilnehmer vergeben. Und es gibt äh, 40.000 Stück auf der Welt. Das ist eine bestätigte Zahl. Ähm, aus dem, äh, glaube Value Book One äh, wurde diese Zahl damals genannt. Sehr cool. Und jetzt geht's weiter mit. Jawoll! Wicked Chain. TA1 eine Yu-Gi-Oh! Karte aus dem Bandai-Spiel von 1998 noch. Und das ist tatsächlich die Karte, die diesen ganzen Tausch ins Rollen gebracht hat. Denn ich habe mir vor einiger Zeit, äh, mal die Karten ein bisschen rüberschieben, ich habe mir äh, Ende letzten Jahres ein Komplettset der Bandai-Karten gekauft, äh, 118 Stück. Ähm, an der Stelle muss ich natürlich sagen, das sind alles Karten wirklich von 1998, 1999, lange bevor Konami die Rechte übernommen hat und äh, die karten sind halt auch wirklich 20 jahre alt. Ja. und ich habe da dieses komplett äh, basisset quasi gekauft und habe dann auch die ta2 promokarte bekommen und ta1 war halt so die karte, die mir dann noch gefehlt hat, um das set quasi zu komplettieren und alles perfekt zu haben und so. Ja, jetzt über den tausch. Äh, das war so der hauptgegenstand. ich hatte so eine kleine want list. Äh, eben auch diese tokyo dome promos, beide hier hinten, äh, diese secret rares standen drauf. Und äh, das ist eigentlich schon so ein kleines Wunder, dass ich diese ganzen Karten überhaupt bekommen habe. Also wirklich super genial. Und das, was jetzt kommt, ist äh, alles ein Set, was aus neun Karten besteht. Und dieses neun-Karten-Set ist äh, in Japan ziemlich beliebt. Ähm, die meisten dieser Karten sind bei uns in dem, nee sind bei uns, glaube ich, erst in, in Legendary Collections erschienen tatsächlich. In den USA gab es dieses äh, äh, McDonalds-Promo-Set, wo die meisten von denen hier drin waren. Oder ich glaube sogar alle. Ist auf jeden Fall ein sehr wertvolles und seltenes Set. Und äh, dass ich das jetzt noch dazu bekommen habe, tatsächlich komplett, das ist wirklich mehr als unglaublich. Und äh, hier geht's los. Und hier haben wir Yamadron aus Limited Edition in Ultra Secret Rare. Eine sehr, sehr, sehr geniale Karte. Sehr, sehr alt, sehr, sehr selten. Und dieses Set hat man damals nur bekommen, wenn man es bei der Shonen Jump vorbestellt hat in Japan 1999. Und es gab da drei Packs von. Ein Joey Pack, ein Kaiba Pack und ein Yugi Pack. Jedes Pack enthielt äh, drei garantierte Karten. Und wenn man eben alle drei Packs geordert hatte, hatte man, äh, hatte man dann dieses komplette Set. Wow, <laughs> äh, Yamadron ist jetzt eine Karte aus dem äh, Joey-Pack und äh, ich glaube, ich ich wette mal, die nächste Karte ist auch eine Joey-Karte und wir haben hier Fairy's Gift. Jawoll, ja, sehr genial in Ultra-Secret-Rare, auch eine Joey-Karte. Sehr, sehr cooles Monster. Wow, <laughs> ich bin gerade echt so ein bisschen fertig. Ähm Wow, und dann müsste die letzte Joey-Karte Mega Sonic Eye sein. Und es ist ein Mega Sonic Eye auf dem Kopf stehend. In Ultra Secret Rare. Unfassbar genial. Wow. Unglaublich. Da sind die Karten. Ich habe da so lange drauf hingefiebert, die endlich zu haben. Und äh, dann äh, geht es jetzt wahrscheinlich mit dem kaiba Pack weiter. Und hier haben wir schon Yaranzo. Wow, eine Karte, die tatsächlich von Duke Devlin äh, gespielt worden ist. Bei Dungeon Dice Monsters war das eine Karte. Und ähm, ja, sehr interessant, dass man das mit äh, Kaiba hier in Verbindung gebracht hat. Und äh, was auch sehr interessant ist, das sind alles äh, Karten, die Katsuki Takahashi persönlich designt hat für ein Videospiel äh, damals, 1999. Und äh, ja, sehr viele von diesen Artworks sind dann eben in diesem Special Set gelandet. Also richtig, richtig cool. Dann wahrscheinlich eine weitere Kaiber-Karte. Oh nein, es ist eine Yu-Gi-Karte und es ist Millennium Shield in Ultra Secret Rare. Wow. Millennium Shield in diesem klassischen Artwork hier. Und das ist wahrscheinlich die. Aller, aller, aller coolste Karte aus Limited Edition One. Zumindest äh, ist es meiner Meinung nach die coolste Karte. Absolut genial. Ich liebe dieses Artwork und es ist äh, im TCG nur im McDonald's-Set erschienen. Und diese McDonald's-Karte, ich habe da mal äh, in verschiedenen Shops geschaut und ähm, die geht halt einfach für. 40 Euro Heavy Plate raus äh, im guten Zustand ist sie teilweise bei 80 Euro ich weiß jetzt nicht genau wo der Preis äh, von dieser OCG Variante liegt ähm, da hat sie glaube ich einen einzigen reprint bekommen allerdings in Millennium Rare ähm, also das ist dann kommen mit quasi so einem Starfoil Rare Glitzer drüber der aber dann so hieroglyphenmustern ist und ich bin halt nicht so ein Fan von diesen Raritäten und deswegen ist es halt mega cool, die hier in Ultra Secret Rare in diesem klassischen Artwork zu haben. Sehr, sehr genial. Das ist äh, mein absolutes Lieblingsartwork von dieser genialen Karte und auch das Artwork, was äh, Rebecca Hawkins in der Serie ähm, tatsächlich im Duell gegen Yugi äh, verwendet hat. Dann haben wir hier Three-Legged Zombie. Ja, eine Kaiba-Karte. Sehr, sehr cool. Da gibt es jetzt auch, äh, habe ich gesehen, eine neue Effektmonster-Variante. Keine Ahnung, aus welchem Set die war. Irgendwas mit Boys, kann das sein? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ähm, aber ich bevorzuge natürlich hier dieses klassische Artwork. Sehr, sehr genial. Dann eine weitere Karte und das äh, hatten wir jetzt alle. Kalberkart, nein eine Kaiba-Karte ist noch offen, das könnte die jetzt hier sein und es ist Takriminos. Jawohl, genau, das ist die dritte Kaiba-Karte. natürlich auch in Ultra Secret Rare. Sehr sehr genial. Mega. Und dann sind noch zwei Yugi Karten äh, da und das hier ist dann Stuffed Animal. Ja, sehr sehr cool. Ein Teddybär, der Wahrscheinlich seine Beute frisst hier. Da haben wir diesen Mund. Sehr cooles Detail, dass dann hier dieser Reißverschluss noch ist. Also quasi der Reißverschluss geöffnet wird und sich ein äh, ja, Maul mit scharfen Zähnen ähm, offenbart. Und ja, man eben halt wie beim Reißverschluss dann natürlich auch diese Zähne da hat und quasi dieser Reißverschluss, also die Zähne dieses Mauls sind quasi der Reißverschluss. Also echt coole Idee. Und äh, hier seht ihr ja dieses Grinsen. Äh, ein ja Gesicht, was wahrscheinlich harmlos wirken soll, ist aber nicht wirklich tot. Also, dieses Grinsen ist doch schon leicht gruselig. Ähm ja, sehr geniale Karte auf jeden Fall. Und dann die finale Karte müsste dann auch eine Yugi-Karte sein. Und es ist eine Yugi-Karte, es ist Flying Penguin! Ja, sehr, sehr cool. Ich bin absoluter Pinguin-Fan. Ultra Secret Rare hier. Richtig genial. Also ich finde einfach, Pinguine sind äh, total coole Tiere, lustige Tiere, wie die immer watscheln. Und dann gibt es ja diese ganzen Videos, wo die ihre ähm, Artgenossen von dem Eisberg dann ins Wasser schubsen, um zu gucken, ob da irgendwas ist, was sie potenziell fressen könnte. Hasaku, thank you very, very much. Uh, this means a lot to me. Um, These are very, very great cards. Uh, I've been wanting these for such a long time and I'm really happy uh, that we had this trade. It was a really, really good uh, trade. It's, yeah, I'm speechless. Um, I don't know what to say. Uh, thank you very much. Um, I hope you enjoyed the cards that I sent you and uh, I hope to uh, trade with you. Again someday. Ähm, ja, ich werde euch ähm, den Link zu Hasakus ähm, YouTube-Channel unten in die Beschreibung packen. Er wird auch ein Video machen, wo er die Karten auspackt, die ich ihm geschickt habe. Zumindest äh, hat er mir das gesagt. Und äh, ich empfehle euch, schaut da auf jeden Fall dann mal rein. Also, es kann jetzt sein, dass es ein paar Tage dauert, bis dieser Link kommt. Ich weiß nicht, wann er das uploadet. Aber schaut mal rein, schaut euch auch den Channel von ihm an. Er hat wirklich sehr, sehr viele coole, interessante Karten. Vor allem hat er auch Preiskarten. Also, das sind Karten, äh, die es dann, ähm, ja, zwei bis vielleicht 15 Mal auf der Welt gibt. Also wirklich extrem seltene Stücke. Wow. Ähm, ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle und. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Karte euch jetzt hier am meisten gefallen hat und welche ihr vielleicht selbst gerne mal hättet irgendwann. Ja, wir sehen uns dann äh, zum nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao. Wow.